Hallo und herzlich willkommen zum Kirche Selfkant Youth Channel. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest mit eurer Familie, wenn es geht. Und wenn ihr jetzt neu eingeschaltet habt, dazu wird euch jetzt Pastor Roland Bunn ein bisschen mehr erzählen. Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen auf unserem Youth Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Wir haben immer interessante Themen und versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen den Jugendlichen und der Kirche. Deswegen sind wir auch hier vor dem Altar in der Kirche. Aber wir haben auch viele spannende Interviews heute. Und heute ist das Thema Vorbilder. Vorbilder, Idole, welche Menschen machen was, wo ich sage, das finde ich gut, sowas möchte ich auch gerne machen oder so möchte ich auch gerne sein. Ja, dann fangen wir jetzt an mit den Idolen. Heute haben wir das Thema Vorbilder. Es gibt verschiedene Vorbilder. Wir finden oft Personen des öffentlichen Lebens toll. Zum Beispiel Sänger oder Models. Es gibt auch Vorbilder aus verschiedenen Berufen, zum Beispiel Soldaten, Superhelden, Pflegepersonal, Ärzte, Laboranten, Feuerwehrleute und so weiter. Auch gibt es Menschen, die wir für ihre Taten bewundern, für ihr Verstand oder ihren Einsatz für die Rechte der Menschen. Vorbilder können auch Menschen in unserer Familie sein, zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern. Sogar Geschwister können wir bewundern. Manchmal sind es auch Arbeitskollegen oder Chef, zu denen man aufschaut. Auch in der Bibel finden wir immer wieder Helden oder Menschen, die uns zeigen, wie man sich gut verhält im Leben und im Umgang mit anderen Menschen. Das Gegenteil davon sind schlechte Vorbilder. Wahrscheinlich treffen wir alle mal auf schlechte Vorbilder, aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Denn sie zeigen uns immer wieder, wie wir nicht sein sollen, beziehungsweise wie wir uns nicht verhalten wollen. Hallo, ich bin Clara und ich stehe hier gerade am Rathaus. Ich habe nämlich heute einen Termin mit unserem Bürgermeister Norbert Reyers und wir werden jetzt auch mal reingehen. Der Bürgermeister ist gerade unterwegs und der wird jetzt gerade gesucht. Hallo. Na, habt ihr eure Fragen parat? Ja. Ja, herzlich willkommen. Danke. Gut. Dann setzen wir uns irgendwo, wo wir Platz haben, ne? Das hier ist mein Büro. Da seht ihr auch den westlichsten Punkt an der Wand. Das Wahrzeichen sozusagen, ein wichtiges Zeichen hier, ne? Ja. So, dann gehen wir hier in den Besprechungsraum, da sitzen wir ein bisschen weiter auseinander. So. Da ein bisschen versetzt setzen, ja? Wenn zwei sich da setzen, einer hier hinten noch. Weiß ich nicht, Kameramann, Kamerafrau hier vorne. So, wir sind jetzt hier bei Herr Norbert Reyers. Hallo erstmal. Hallo. Ja, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie für uns Zeit genommen haben, für unsere Kirche und für den News Channel. Ich habe eine Frage und zwar, wollten Sie schon immer Bürgermeister werden oder hatten Sie auch mal andere Berufs-
Wünsche oder würden Sie was anderes machen? Ich habe ja gelernt, bin ich ja Theologe. Also ich habe ein Studium genauso wie Pfarrer Bohn gemacht an der Universität in Bonn und war auch lange als Pastoralreferent tätig. Habe hier im Selfkant 10 Jahre gearbeitet, habe Jugendarbeit gemacht, Firmenkatechese, Eheseminare, beerdigt, alles Mögliche. Das war mein Beruf. Ich war aber immer schon sehr politisch unterwegs, weil ich immer das Evangelium, was mir sehr wichtig ist, und die Botschaft Jesu ist auch immer eine soziale Dimension. Also das heißt, Jesus hat sich ja auch für die Menschen eingesetzt, die in Not waren, die eine Hilfe brauchten. Und das ist immer so mein Ansatz im Glauben gewesen, dass ich gesagt habe, ich setze mich für das Allgemeinwesen, für da, wo ich lebe, setze ich mich ein. Das war im Verein. Ich bin als Fußballer, habe als Trainer, als Jugendleiter gearbeitet. Und heute bin ich auch noch Kirchenchor. Also diese Dinge, aber auch in der Politik. Und ich habe immer versucht, das christliche Menschenbild, was aus dem Evangelium herauskommt, das versucht auch zu leben und mit allen Stärken und Schwächen, die jeder Mann hat und Mensch hat, und hat versucht, das so in die Gesellschaft hinein. Und da bin ich irgendwann in die Politik hineingekommen und habe mich dann eben da versucht, für Menschen einzusetzen. Das ist so das, was ich gerne gemacht habe. Also, und daraus ist dann plötzlich, hat man gesagt, hör mal, würdest du nicht gerne Bürgermeister werden, weil dann kannst du dich auch um vieles kümmern, was in unserer Gemeinde ist. Und das habe ich gerne gemacht. Und die Bürger haben mich auch mit großer Mehrheit gewählt. Da bin ich sehr dankbar für. Und jetzt sitze ich hier und bin Bürgermeister. Genau. Ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass Sie Katechet für die Firmen waren. Ja. Haben Sie das lange gemacht oder hat es Ihnen auch Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit jungen Menschen gerade auch mal den Glauben neu zu entdecken. Das war eine tolle Zeit. In Högen habe ich das oft, sehr oft auch gemacht und das war wirklich klasse. Das habe ich immer gerne gemacht. Hier im Selfkamp bekommt man ja auch einen Zipfelpass. Können Sie uns darüber dann erzählen oder ihn uns auch mal zeigen? Genau. Und der Zipfelpass, es gibt die Gemeinde Selfkamp, gehört ja zu den 4 Zipfelgemeinden. Es gibt dann Görlitz, es gibt List auf Sylt, es gibt Oberstdorf und der Selfkamp. Und man bekommt überall, wenn man da ist und übernachtet hat, bekommt man dann einen Stempel in diesem Pass. Und wenn man die 4 zusammen hat, dann bekommt man dann ein entsprechendes Geschenk. Ja, das ist das Thema Zipfelpass. Ja, wir haben eben drüber gesprochen. Hier ist der Zipfelpass, hier kann man dann auch sehen, da steht Sylt, da steht Görlitz, Oberstdorf und eben noch der Selfkamp, wo die Stempel reinkommen. Dann kann man hier einen Passinhaber, ein Passbild rein und dann gibt es eben etwas zu den Zipfelorten, die sind da ein bisschen beschrieben. Ich finde, das ist sehr schön gemacht. Ja, und wie gesagt, wenn man dann am Ende durch ist, dann erhält man dann entsprechend auch ein schönes Überraschungspaket von der Gemeinde. Ich gebe es euch nochmal mit, dann haben wir 2. Wie man? Okay? Ja. Schön. Was machen Sie denn so den ganzen Tag als Bürgermeister? Das fängt damit an, dass ich viele Mails erhalte, die ich hier bekomme und beantworte. Es gibt auch viele Schreiben, die offizieller Art und Weise sind. Mich um Projekte kümmern in der Gemeinde. Das gehört dazu, viele Gespräche auch führen und natürlich auch hier in der Verwaltung, hier gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Es gibt das Bauamt, im Baubereich, wo Sachen sind, wo wir miteinander sprechen, geht so etwas, oder im Sozialamt, im Ordnungsamt, jetzt gerade zu Corona-Zeiten entsprechend. Ne? Das sind so Sachen im Hauptamt, wir haben ja auch Grundschulen, da müssen wir mal gucken, wie ist es da mit der Technik und sowas. Also ganz, ganz bunt ist das Ganze, den ganzen Tag über. Es ist viel, viel Reden, viel, viel Lesen, viele Gespräche. Aber es macht sehr viel Spaß. Ich habe noch keinen Tag bereut, seitdem ich hier bin. Es macht Spaß. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, kennen Sie Angela Merkel persönlich? Nein, kenne ich nicht persönlich. Ich bin bei vielen Parteitagen der CDU gewesen. Ich habe sie auch gesehen, aber persönlich kenne ich sie nicht. Okay. Der neue Sportplatz in Hüngen ist ja richtig toll geworden. Gibt es denn noch weitere Pläne für den Selbstkampf für Kinder und Jugendliche?
Eine Idee ist ja, das war im letzten Jahr, da gab es diesen Antrag in Saafen auf dem alten Sportplatz, soll ein Dirtbike entstehen, wo man mit dem Rad fahren kann. Da gibt es auch einen Teil, wo man ein Sportfeld hat, wo Tischtennisplatten, glaube ich, angedacht sind. Nur da müssen wir abwarten, weil wir können das selber so nicht bezahlen, das kostet so viel Geld. Da warten wir auf eine Förderung und da muss man von der Bezirksregierung dann auch ausgesucht werden. Wenn die sagen, das ist gut, was sie da macht, dann bekommen wir 90% von den Kosten, die da entstehen, dann auch bezuschusst. Aber da haben wir noch keine Nachricht. Wenn das kommt, wäre das sicherlich schön. Das wäre jetzt für Jugendliche. Das andere ist, ich bin in Högen in der alten Schule groß geworden. Ich bin ja ein Selfcenter und mir liegt die Jugendarbeit sehr am Herzen. Und ich werde das, habe ich zum Beispiel auch hier jetzt, weil ich neuer Bürgermeister bin, so auch jetzt eingefordert, dass auch hier im Haus sich um dieses Thema gekümmert wird, Jugendarbeit. Und da würde ich schon gerne auch gucken, dass wir da weiter vorankommen. Ich halte es wichtig, dass wir was für die Jugend tun. Nicht nur die Vereine, die tun ganz viel, sondern auch wir als Gemeinde. Ich habe eben gehört, dass Sie auch Mitglied eines Chors sind. Haben Sie denn überhaupt, also wenn jetzt Corona nicht wäre, Zeit zum Proben? Ja, ich versuche das so zu machen, wie es dann eben geht, donnerstags abends. Das geht schon, das kriegt man schon hin, ja. Vielleicht nicht jedes Mal, aber jedes zweite Mal. Haben Sie auch ein Vorbild, wenn ja, wen? Ja, es gibt immer, ich glaube, im Leben hat man sehr unterschiedliche Vorbilder. Immer so Situationen, wenn man jung ist, war es für mich mein Vater und meine Mutter natürlich. Ich heiße ja Norbert und für mich ist der Name auch ein bisschen Programm, wenn ich so mal überdenke, was der heilige Norbert alles gemacht hat, dann glaube ich, komme ich da ganz gut vor. Der hat sich nämlich auch immer wieder für Veränderungen eingesetzt, hat sich engagiert, war auch ein Kirchenreformer. Also das war schon ein sehr interessanter Mann und der ist sicherlich auch für mich ein großes Vorbild, wo ich mich immer schon mal gerne dran orientiere. Und natürlich, was ich auch eben gesagt habe, ich bin Christ, ich habe das Evangelium auch als eine gewisse Grundlage, wonach ich versuche, mich einfach auch auszurichten. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, es gelingt nicht alles, aber es ist für mich eine Richtschnur und Jesus ist da sicherlich auch ein Vorbild für mich. Ich habe jetzt noch ein kleines Quiz vorbereitet. Ich habe hier Bilder. Ja. Ich habe natürlich auch einen kleinen Spickzettel. Ich weiß zwar, wo die sind und ich zeige Ihnen jetzt Bilder und Sie müssen mir sagen, wie sie sind. Ja, das ist der westlichste Punkt. Ne? Ja, das weiß ich auch. Das stimmt. In diesem Buch, ja. Genau. Ja, genau. Oder? Ja, am besten sagen Sie das. Dann hier. Das müssen Sie eigentlich auch. Ja, das ist das Rad aus dem Drin, genau. Ja. Dann das hier. Das kann ich jetzt nicht sehen, das steht auf dem Kopf. Muss ich es so malen. Das ist in Millen, das ist die Millener Kirche, genau. Ja, dann habe ich noch eins, das muss ich auch kennen. Muss ich jetzt genau hingucken. Ich habe die Brille nicht auf. Das ist in Hafert, die Kirche, genau. Ja. Das müsst ihr auch kennen. Ja, ich bin so weit. Das ist das irgendwo in Sachsen? Ja. Genau. Das ist Wolters, das ist das Bürgerhaus, ne? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt komme ich leider nicht mehr ran. Dankeschön. Dann mal gucken, das haben wir auch noch nicht. Ja, ist die alte Schule, genau. Genau. Aber das wollte ich auch. Das ist das. Was ist ein Lind? Ein Stein? Hafer? Stein. Ja. Lind ist das. Das Kreuz, genau da. Ja. Geht der Feld dich dann da hoch. Ja, genau. Danke. Hi. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist ein Schaden, ne? Ja, genau. Alte Kirche. Ja, da wohne ich auch. Ah, ja, genau. Ja.
Das ist Nice in Süstersee, ne? Ja. Genau. Ist das ein Hildesberg? Ja. Genau, das ist immer dieses Oldtimer-Treffen, ne? Ja, hier das ist es schon. Dann das nächste Bild. Das ist in Großgerhagen. Genau. Und jetzt kommt noch das letzte Bild. Das kenne ich auch. Da muss ich das auch einmal gucken, das ist ein Weber. Genau. Ja, genau. Ja, das war's mit unserem Quiz. Sie hatten keins falsch. Also, Sie kennen sich sehr gut hier im Selbkamp aus. Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Und ja, dann verabschieden wir uns auch jetzt. Und ja. Ja, prima. Dankeschön. Bis danke, dass du da warst. Freut mich. Ich würde immer gerne wieder mal kommen, ne? Ja. Ja, prima. Schön. Ich stehe hier im Garten unseres Klosters in Sittard, damit ich euch eine Statue meines Vorbilds zeigen kann. Es ist der Heilige Dominikus. Lebte in der 12. und 13. Jahrhundert. Ihr seht, dass eine aufgeschlagene Bibel in seine Hände trägt. Das Wort Gottes war für ihn ganz wichtig. Ist auch genannt Prediger des Wortes. Das heißt, nicht nur ein aufgeschriebenes Wort, sondern ein lebendiges Wort, eine Person, Jesus. Es wird gesagt, dass Dominikus nur von Gott oder über Gott sprach. In unserer Zeit von sozialen Medien sagen wir ganz viel. Ich finde Dominikus ein gutes Vorbild für uns. Es ist wirklich eine Herausforderung. Wir können nachdenken. Wie sind unsere Worte? Sind sie ehrlich und gut? Und sprach ich auch von Gott? Ich stelle euch heute mein Vorbild vor. Mein Vorbild ist Luana Knöll, weil sie kann besonders gut singen und sie ist auch Schauspielerin. Sie hat auch schon bei vielen Serien mitgemacht und weil ich ja auch Schauspielerin werden möchte, finde ich das ein super Vorbild für mich, weil sie macht auch Tipps auf YouTube und mir macht es einfach Spaß, sie auch zuzusehen dabei. Und für mich ist sie ein großes Vorbild, auch was meine Karriere angeht beim Schauspielern. Thank you.
einen Heiligen würde ich noch gerne vorstellen, und zwar den heiligen Johannes Paul II. Der hat also zu meinen Lebzeiten gelebt, also der ist noch nicht so lange tot. Und ich habe ihn auch selber kennengelernt, selber erleben dürfen, denn der hat eine besondere Sache gemacht. Er hat diese sogenannten Weltjugendtage eingeführt. Das sind Treffen mit Tausenden, Millionen, sogar mehrere Millionen Jugendlichen. Da war auch mal ein Weltjugendtag in Köln, da bin ich auch gewesen mit einer Jugendgruppe. Und er hat die Jugendlichen sehr angesprochen, hat die Jugendlichen ermutigt, auf dem Weg Jesu zu gehen, hat immer gesagt, habt keine Angst, euer Herz für Jesus zu öffnen oder öffnet euer Herzen weit für Jesus. Ja, und der ist also auch sehr beliebt und sehr bekannt und den verehre ich auch sehr und den wollte ich auch noch mal gerne vorstellen. Ich bin Fabienne und ich möchte euch heute gerne mein Vorbild vorstellen. Mein Vorbild ist Mark Forster, weil er eine sehr, sehr schöne Stimme hat. Er hat, wie die Maus 50 Jahre alt wurde, hat er einen Song mit der Maus rausgebracht, also ein Happy Birthday Song sozusagen, wie die Maus 50 Jahre alt wurde. Er ist mein Vorbild, weil er eine sehr schöne Stimme hat und weil er manchmal auch auftritt, live im Fernsehen oder live auf einem Konzert. Und sowas möchte ich später auch mal machen. Und deshalb ist Mark Forster mein Vorbild. Ja, liebe Jugendliche, ich möchte auch noch mal Vorbilder vorstellen. Ich finde ja schön, von den Heiligen auch Vorbilder zu nehmen. Ich war mal in Turin, da hat der heilige Johannes Bosco gelebt, das war Ende letzten Jahrhunderts. Und der hat sich ganz stark um arme Straßenkinder gekümmert. Damals gab es durch die frühe Industrialisierung viele arme Menschen, die von den Bauernhöfen vom Land dann in die Stadt gekommen sind, um Arbeit zu suchen. Damals hatte man immer viele Kinder waren auf der Straße verwahrlost und der Johannes Bosco oder auch Don Bosco, wie er genannt wird, der hat dann sich um die gekümmert und hat ein Kinderheim gegründet, hat Ausbildungswerkstätten gegründet, hat Schulen gegründet und ich habe mir das mal angeguckt, das sind Riesengebäude, Riesenkomplexe, also es war wirklich ein ganz großes, damals modernes Schulzentrum und Internat, was er da gegründet hat. Muss also sehr viele Spenden bekommen haben dann auch dafür. Und einer von seinen Schülern, der hieß Domenico, also Dominik wäre das auf Deutsch, Domenico mit Nachnamen Savio. Und den fand ich auch ganz toll. Der war sehr engagiert, der wollte auch so dieses gute, dieses christliche Leben unter den Schülern verwirklichen und unter den Internatsmitgliedern. Man kann sich vorstellen, von den Straßenkindern, da waren ja richtige Rabauken drunter, also auch böse Jungs und so, ne, die also auch Streit hatten oft. Und der Domenico wollte eigentlich, dass es da so gut zuging, also christlich zuging, dass es schön wäre und wollte die Ziele, die der große Lehrer Don Bosco hatte, unter den Jugendlichen verwirklichen. Und dazu hat er eine Jugendgruppe gegründet. Mit den Schülern, die sich ihm angeschlossen haben, die war eine Jugendgruppe, die also besonders die Mutter Gottes verehrte und wollte sich an dem Vorbild von Jesus und Maria orientieren. Und durch diese Jugendgruppe hat er wirklich einen guten Geist in dieses Internat und in dieses ganze Leben dort reingebracht. Das wäre so ähnlich, wenn ihr jetzt in eurer Klasse sagen würdet, wir möchten uns für den christlichen Glauben einsetzen, für Frieden, dass kein Streit ist und dass alle akzeptiert werden, dass keiner gemobbt wird und so. Und ihr würdet jetzt eine Clique aufbauen in eurer Klasse, die sich für diese positiven Ziele einsetzt. Das hat der Domenico Savio gemacht. Und leider ist er schon mit 15 gestorben. Er kriegte Lungentuberkulose, musste dann nach Hause, wurde von seinen Eltern dann gepflegt und ist dann gestorben. Aber der Don Bosco fand ihn auch selber so gut, dass er über ihn eine Biografie, eine Lebensbeschreibung geschrieben hat.
Ja, und die gibt es jetzt, und daher ist das Leben von dem Domenico Savio sehr bekannt. Und wie gesagt, seit meiner Reise nach Turin liegt er mir sehr am Herzen, finde ich den echt gut. Hallo. Wenn wir von Vorbildern reden, dann gibt es wenige bessere Vorbilder als unsere Heiligen. Und einen von diesen Heiligen wollte ich heute vorstellen. Und das ist der heilige Bonifatius. Der ist der Schutzpatron von ganz Deutschland und ein großes Vorbild für uns. Denn er wurde im 7. Jahrhundert in England geboren und wurde dann von den Angelsachsen in England nach Europa geschickt, nach Deutschland, um hier missionarisch tätig zu sein. Zu der Zeit gab es sehr viele Heiden in unserer Area, Menschen, die eine Naturreligion verfolgten, aber nicht die christliche Religion. Und er wurde dann unter den Schutz von den Vater und Großvater von Karl des Großen, wurde er dann in die Region von Deutschland geschickt, um dort zu missionieren. Das hat er auch gemacht. Er wurde später der Bischof von Mainz und dann ist er letztens nach Friesland gereist, um dort dann auch missionarisch tätig zu sein. Und dort wurde er dann auch ermordet. Und seine Überreste sind jetzt in Fulda. Sein Todestag ist auch ein Festtag in der Kirche und das ist am 5. Juni jeden Jahr. Bonifatius hat eine große Tat getan, die niedergeschrieben worden ist. Und das ist, er hat einen heidnischen Baum niedergeschlagen. Ein Baum, der von den Heiden verehrt wurde, ein Götzenbild der Heiden. Und darum wird er sehr oft mit einer Axt in der Hand abgebildet. Also, der heilige Bonifatius, ein großes Vorbild für uns. Tschüss. Ja, dann möchte ich noch eine Heilige vorstellen, die mir auch sehr lieb ist, und zwar die heilige Elisabeth. Die hat im 13. Jahrhundert gelebt, also schon sehr lange her, im Mittelalter. Und die war eine Prinzessin, die Königin, die Tochter vom König von Ungarn. Aber das war damals so, die sollte einen Grafen von Thüringen heiraten. Und dann ist sie schon, als sie 4 Jahre alt, verlobt worden und kam dann nach Thüringen an den dortigen Hof und wurde dann in der deutschen Sprache und so erzogen, dass sie da also sich akklimatisiert hat. Sie hatte wohl auch eine Heilige, die sie auch erzogen hat. Also sie kam da in ein gutes Klima. Das war schön. Es war jetzt nicht irgendwie schrecklich, dass sie da von zu Hause weg musste. Und dann, als dann derjenige, den sie heiraten sollte, älter wurde, dann starb der auch an einer Krankheit und dann sollte sie nach Hause geschickt werden, aber inzwischen war sie schon 14 und dann hatte sie sich in den jüngeren Bruder verliebt. Und dann starb auch noch der Vater von den beiden Jungs, sodass der jüngere Bruder dann König wurde und als er dann volljährig war, hat er sie dann geheiratet und dann haben sie 3 Kinder bekommen und waren sehr glücklich. Und Elisabeth hat aber immer ganz viel an die Armen verschenkt und damals war es gerade modern, da gab es den heiligen Franziskus mit dem Franziskanerorden und da wollte sie auch Franziskanerin werden. Also sie war ja auch verheiratet, aber sie hat da sehr mit sympathisiert und da gab es so eine Zugehörigkeit zum Franziskanerorden, das war der sogenannte dritte Orden, da konnte man auch, wenn man nicht ins Kloster ging, mitmachen und mitarbeiten und da hat sie noch mehr Sachen immer verschenkt, immer den Armen geholfen und es sind auch viele wunderbare Dinge passiert, also auch Heilungen und so. Und dann ist ihr Mann gestorben im Krieg und dann war sie ja ganz frei und dann ist sie nochmal umgezogen und hat wirklich alles verkauft und hat dann selber ganz arm gelebt und wollte nur noch den Armen helfen. Hat mit ihrem ganzen Vermögen praktisch ein Krankenhaus gebaut und sowas gemacht, um den Armen zu helfen und ist dann aber leider auch sehr jung gestorben, also mit Anfang 20 schon. Sie war also wirklich eine sehr liebe, gute Person, die zwar selber als Königin im Reichtum groß geworden ist, aber
ihr war wichtig, dass die armen Leute auch, dass denen geholfen wurde, und da hat sie ihren ganzen Reichtum für eingesetzt. Aber auch so die Liebe, die sie zu ihrem Mann hatte. Also ich finde sie insgesamt super sympathisch. Hallo, ich zeige euch heute meine Vorbilder. Ich habe zwei Vorbilder. Einmal Florian Neuhaus, er ist Fußballspieler bei Borussia Mönchengladbach, also mein Lieblingsverein. Und Yuni Shinoya. Er ist eine fiktive Anime-Figur und spielt im Anime Haikyuu den Abwehrspezialist oder auch bekannt als Libero. Und ich mag halt den Anime Haikyuu, weil ich selber Volleyball im Verein spiele. Für mich ist Jesus mein Vorbild, weil in der Messe fühle ich mich mit Jesus am meisten verbunden, oder wenn das Allerheiligste aussetzt, dann fühle ich mich sehr, sehr verbunden zu ihm. Und ja, Jesus ist mein persönlicher Ansprechpartner, wenn es mir nicht so gut geht. Und ja, ich fühle mich Jesus von allen Heiligsten am nächsten. Ja, jetzt habe ich ein Interview mit Pastor Roland Bohnen. Und zwar, er wird mir ein bisschen über sein Idol erzählen. Und dann würde ich erstmal sagen, was ist überhaupt Ihr Idol? Ja, ich glaube, ich darf jetzt nichts anderes sagen als Jesus, obwohl ich auch natürlich viele Menschen gut finde und wo ich mir auch eine Scheibe von abschneiden würde. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehört für Jugendliche, da waren ungefähr 100 Jugendliche in so einem Raum zusammen, und dann hat ein Mann gesagt, wir sollten uns mal alle jemanden ausdenken, der unser Leben beeinflusst hat. Also wo wir sagen, den finde ich toll, der hat ganz vieles für mich getan. Und dann hat der eine hat dann zum Beispiel seine Oma oder ein Lehrer oder so. Ne? Und dann hat er gesagt, so, wenn ihr den Leuten mal einen Brief schreibt und denen mal sagt, dass ihr sie schätzt und was ihr alles von denen gelernt habt, das wäre doch super gut, ne? Dass die mal hören, wenn die noch leben, ne? Manchmal sind sie ja schon tot, ne? Wenn die das mal hören, was die so für euch getan haben. Und dann hat er ganz plötzlich das Gespräch gewendet und hat gesagt, und jetzt überlegt euch mal, möchtet ihr auch solche Personen sein? Möchtet ihr auch so eine Person sein, wo später andere mal von sagen, boah, der hat mir viel gegeben. Ne, so, das fand ich ganz interessant. Dann habe ich dann überlegt, ja, wie möchte ich denn werden? Und natürlich, mein großes Vorbild ist Jesus. Ich möchte so sein wie Jesus. Aber ich finde auch andere Leute ganz gut. So wie zum Beispiel Papst Franziskus finde ich auch gut. Oder Papst Johannes Paul II. Ne, und, aber auch Menschen aus meiner Umgebung, die mich geprägt haben. Zum Beispiel der Pastor in meiner Heimatpfarre, der hieß Pastor Quirnbach, den fand ich auch interessant. Ja, ne? Hatte Jesus denn auch mal ein Idol oder hat er ein Vorbild gehabt? Also ich denke, er hatte natürlich den heiligen Josef als Vater, Pflegevater, und da hat er ganz bestimmt sehr viel von gelernt. Und ich glaube auch, dass der Josef ihn sehr geprägt hat. Maria hat ihn sehr geprägt. Gott natürlich, war ja auch sein Vater, ne? Da hat er sich auch immer dran orientiert. Aber Jesus hat auch öfter von den Heiligen des Alten Testaments gesprochen, meinetwegen von Mose und Abraham. Und er hat das ja auch alles gelernt. Die hatten ja damals auch so Religionsunterricht. Und da denke ich schon, dass Jesus da auch Vorbilder hatte von, oder die Propheten, zum Beispiel Jeremia oder Jesaja. Würde ich mal vermuten, dass Jesus die alle auch so als Vorbild hatte. Warum sind Vorbilder dann eigentlich so wichtig? Oder warum hat man Vorbilder? Ja, also es ist ja interessant, dass auch, wir haben das ja eben in den Videos gesehen, dass auch alle Jugendliche Vorbilder haben. Ne? Meistens sind es Leute aus der Kultur. Das heißt also, der Mensch ist von Gott so geschaffen, dass er lernt über Vorbilder. Das erste Vorbild sind die Eltern. Dann sind oft größere Geschwister Vorbilder. Also so gesehen kann man sagen, Vorbilder hat man immer. Die Frage müsste jetzt lauten,
gibt es gute Vorbilder? Weil es gibt ja auch schlechte Vorbilder. Das heißt, ich finde wichtig, dass man gute Vorbilder hat. Ich sage mal ein Beispiel, Politiker zum Beispiel. Wenn die jetzt was machen, was nicht in Ordnung ist, so wie Korruption oder so, ne, dann sind die schlechte Vorbilder und dann regen sich die Menschen zu Recht darüber auf. Also Politiker müssten gute Vorbilder sein. Wir brauchen eigentlich gute Vorbilder. Mhm. Und da weiß ich nicht, jetzt frage ich dich mal, was würdest du denn sagen? Meinst du, dass unsere Welt viele gute Vorbilder hat oder meinst du, dass ein bisschen an Vorbildern fehlt? Also ich würde sagen, von mir, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, so Politiker oder zum Beispiel Donald Trump. Ja, genau. Das ist ja voll das, ich sag jetzt mal nicht, was ich meine, aber das würde ich sagen, ist ein schlechtes Vorbild, ja, genau. Weil er dachte ja zuerst, es gibt Corona gar nicht, der wollte ja die Masken gar nicht anziehen und so. Mhm. Deswegen würde ich sagen, vielleicht ist das so 50-50, keine Ahnung. Es gibt vielleicht auch mehr gute Vorbilder, ich weiß nicht, oder auch mehr schlechte Vorbilder, vielleicht so 50-50, vielleicht eine Hälfte 50er sind schlechte Vorbilder und eine Hälfte 50-50-Ding sind gute Vorbilder, würde ich jetzt so sagen. Ja, also ich würde das auch so sehen. Es gibt gute Vorbilder, aber dann muss man auch schauen, wer ist für mich Vorbild oder an wem möchte ich mich denn orientieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Bundeskanzlerin, ich finde die auch gut als Vorbild. Die ist immer ruhig. Wenn sie zum Beispiel jemand eine gegenteilige Meinung von ihr hat, dann sagt die, oh, das ist gut, jemand denkt mit. Ja. Wir brauchen die verschiedenen Meinungen, weil nur wenn wir diskutieren und verschiedene Meinungen geäußert werden, dann können wir zu einer guten Lösung finden. Wenn immer alle dasselbe sagen, dann findet man keine gute Lösung. Man muss auch zuhören, was die anderen Leute sagen. Und sowas ist für mich auch ein gutes Vorbild, dass man also Leute, die gesprächsbereit sind, die auch mal was hören, was ihnen vielleicht nicht so gefällt, also und die tolerant sind auch. Also so in die Richtung geht das. Also, und ja, Entschuldigung, sag du. Nein, alles gut. Also können Sie auch sagen. Und ich denke, was wir versuchen müssen, ist, wir müssen versuchen, gute Vorbilder zu sein. Ne? Zu finden. Und zu sein, ja. Auch für andere zu sein. Vielleicht noch eine Sache, die ich wichtig finde an Jesus. Jesus ist nicht nur in dem Sinne ein Vorbild, dass er sagt, das und das müsst ihr jetzt mal machen. Und dann lässt er uns damit alleine. Und dann sagen wir, oh, ich schaffe das aber nicht, ich bin aber nicht so wie Jesus. Zum Beispiel, wenn man Streit hat, sich verzeihen, sich versöhnen und so. Ne? Viele wollen das ja nicht. Ne? Bei Jesus finde ich das Gute, dass Jesus uns auch die Kraft dazu gibt. Und wenn wir jetzt in der Messe, wir bekommen ja die Kommunion, dann vereinigen wir uns ja mit Jesus, dann ist ja Jesus in uns drin. Und das heißt, er sagt nicht nur, tu das mal hier, Freundchen, das musst du jetzt mal machen, sondern er gibt uns auch die Kraft, das färbt sozusagen auf uns ab. Also wenn wir mit Jesus reden, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir auch so wie Jesus, dann hilft uns Jesus auch so zu sein. Ja. Also wir müssen das jetzt nicht alleine machen, aus eigener Kraft, sondern wir bekommen von Jesus die Kraft und natürlich auch vom Heiligen Geist. Ne? Ja, dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir ja auch direkt das Schlussgebet machen. Ja, dann beten wir dafür, dass Gott uns allen die Kraft gibt, gute Vorbilder zu sein. Aber auch die Unterscheidung, dass wir erkennen, wo gute Vorbilder sind, ne? Dass wir nicht schlechten Vorbildern hinterherlaufen, weil das wäre ja dann verhängnisvoll. Ja. Da muss ich jetzt an den Rattenfänger von Hameln denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Der hat ja die Leute alle so eine Flöte und dann hat er die Kinder alle zum Spielen eingeladen. Dann sind die Kinder alle mit ihm gegangen, weil die den so toll fanden. Dann hat er die Kinder alle in den Wald gelockt und dann hat er die ganzen Kinder getötet. Ne? Also der sah aus wie ein gutes Vorbild, aber hat eigentlich die verführt. Und das Märchen, die Moral von dem Märchen ist, die Eltern haben nicht gut auf ihre Kinder aufgepasst. Die Eltern haben also nicht den Kindern geholfen, die guten und die schlechten Vorbilder zu unterscheiden. Und deswegen konnte der Rattenfänger von Hameln die ganzen Kinder aus dem Dorf, also von Hameln, dann entführen. Ne? Also das ist eigentlich ein starkes Beispiel, ist ja nur ein Märchen, aber das hat viel Weisheit. Ne? Dass man aufpassen muss, dass man nicht von schlechten Vorbildern verführt wird. Das sieht dann am Anfang cool aus, aber endet dann nicht cool. Ja.
Also ich mache das Gebet. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir haben uns mit Vorbildern beschäftigt und du bist unser großes Vorbild. Bitte hilf uns, die guten und die schlechten Vorbilder zu unterscheiden, dass wir nicht irgendwas hinterherlaufen, irgendwem hinterherlaufen und danach führt es gar nicht zu etwas Gutem. Und wir danken dir auch, Jesus, dass du nicht nur uns sagst, was wir tun sollen, sondern dass du uns auch mit, dass du dich auch mit uns vereinigst, dass wir durch dein Wort immer wieder auch deine Kraft bekommen, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir beten und ganz besonders in der Messe, in der Kommunion, da kommst du in uns hinein und dann gibst du uns die Kraft, so zu werden, wie du gewesen bist und so zu handeln, wie du gehandelt hast. Und ich bitte dich für alle Jugendlichen, dass sie dich als Vorbild nehmen, aber auch gute Menschen, auch heilige Menschen und dass wir dadurch alle immer stärker werden, immer fröhlicher werden, immer glücklicher werden und dann auch für andere ein gutes Vorbild sind. Dazu segne und beschütze uns alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute zugeschaltet habt und dann haben wir nächste Woche das Thema. Ja, das steht noch nicht ganz fest. Das wird wir dann eine Überraschung. Wir müssen uns noch einigen, weil wir sind ja jetzt, können wir ruhig ehrlich sagen, wir zeichnen das ja auf. Ne? Also für uns ist heute der Montag nach dem Palmsonntag. Ne? Also das zeichnen wir heute auf. Also es kommt noch Ostern und dann kommt der Weiße Sonntag, wo diese Sendung läuft. Und dann danach die Woche, da müssen wir noch was überlegen. Das wollten wir eigentlich heute noch machen. Ja. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann sage ich auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.